Holy shit! Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem Video. Mein Name ist Babylon und ich werde euch heute in Battlefield Hardline zeigen, wie wir uns ein Platoon erstellen. Als erstes haben wir hier den Namen. Das heißt, wie der Clan Take halt Name heißen soll. Da habe ich gedacht, ich schreibe einfach mal meinen Kanalname hin. Gamesblock. Als Take nehmen wir G für Gamesblock, für Games, und B für Block. Das heißt GB halt. Ja. Ich hoffe, das geht noch. Und als meine Webseite habe ich, ich habe ja noch keine eigene, da sich noch keiner von euch gemeldet hat, der irgendein Programm dafür hat. Werden wir versuchen, meinen Kanal als Webseite zu nutzen. Ich hoffe, das geht. Und hier müssen wir reinschreiben, so sowas wie ein Willkommensgruß. Das habe ich gedacht. Auf. Willkommen auf Gamesblock. Ja, das ist halt, man muss da ein bisschen nachdenken, was man überhaupt da schreiben will. Man kann das hinterher natürlich auch noch mal wieder ändern. Und wir werden halt auch ein bisschen Werbung machen für unseren Kanal, damit die Leute, wir machen das natürlich dann öffentlich, können alle eintreten, die wollen. Und wir werden dann gemeinsam gewinnen. Und ich hoffe auch kaum verlieren. So, wir kommen auf Gamesblock. Sagen wir wünschen, nein, dir viel Spaß in die diesen Clan. Und mein Handy vibriert, ein Vibrator. Wir wünschen viel Spaß in diesem Clan. Ja, hört sich doch ganz nett an. Werde ich natürlich dann später auch noch mal ändern, wenn mir was Besseres eingefallen hat. Groß. So, also die es noch nicht verstanden haben, hier Name, wie der Clan heißen soll. So, der Tag ist halt die Abkürzung von euren Kanalname, also Name halt. Also G steht für Games und Block steht für Block. Ihr könnt halt, ihr müsst halt auch irgendwas anderes nehmen. So, und als Webseite könnt ihr eure eigene Webseite, wenn ihr eine habt, dann reinschreiben. Und hier ein Willkommensgruß oder wieso man den Clan erstellt hat oder sonstiges. Da könnt ihr euch richtig viel Zeit nehmen. So, ich hoffe, jetzt hat das jeder verstanden. Wenn nicht, dann einfach in die Kommentare noch schreiben, dann schreibe ich das nochmal oder mach nochmal ein zusätzliches Video. Aber eigentlich sollte das jeder verstanden haben. So, gehen wir auf Erstellen und ich hoffe, dass mit der Webseite klappt alles. Yes, hat geklappt. Wie jetzt haben wir als Admin, wir sind dann Admin, wenn wir einen Dings erstellt haben. Guck, hier ist halt
in Klammern das GB für Games Block. So, Rang sind wir natürlich 0. Also wenn eure Kollegen, eure Clanmitglieder schön zocken, dann steigt, dann seht ihr das hier. Jeder Punkt, glaube ich, oder so, wird gehälftet oder so, also halbiert, und kriegt dann der Clan zugeteilt. Und hier steht eure Willkommensnachricht, Fähigkeiten, dies, das. Also man kann halt, okay, das hat geklappt. Das heißt, ja, ist doch ganz easy, locker flockig. So, ja, was habe ich noch nicht? Ja, genau, hier öffentlich. Ja, und dann könnt ihr eure Mitglieder, also ihr habt hier sowas wie ein Admin-Plugin drauf, so Servers. Mitglieder haben wir noch keinen außer mich. Also wenn ihr mich adden wollt und in diesen Clan eintreten wollt, dann addet mich 123 Multikiller. Ich nehme euch gerne auf. Also so, dann werden wir natürlich mal Einladung verteilen. Der ist gerade neu zugekommen. Hier haben wir Blender, den kenne ich schon etwas länger. Ich weiß gar nicht, wer alles das Spiel hat. Deswegen lade ich einfach jetzt mal alle ein, die ich so kenne oder die ich hier habe. So, gesendet. Ja, das ist doch schön. So, die müsst ihr nur noch annehmen. Genau. Und dann halt hier auf Übersicht habt ihr dann hier eure Punktetabelle, Rangtabelle und sonstiges. Ja, man kann dann hier auch noch ein Bild zusammenstellen oder anpassen. Das ist auch ganz wichtig. Aber das könnt ihr halt nur mit den freigeschalteten Symbolen. Oder ich habe da auch noch eine Homepage gefunden. Aber ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das mit Firefox ging. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht zeigen, aber das zeige ich im nächsten Video. So, ja, das war's eigentlich schon sehr von uns, also von mir eigentlich. Ja, das Blöde ist halt, in jedem Battlefield ist es halt so, dass man sein Platoon wieder löschen muss. Also ich hatte vorhin noch den Battlefield 4 Platoon. Und da waren wir auf Level 10 gekommen, bis jetzt. Und nun ist es, wollte ich eigentlich für Hardline auch noch einen extra machen. Hat er gesagt, geht nicht. Ja, musste ich den erstmal löschen. Dann wollte er den nicht löschen, weil ich musste dann noch meine ganzen Teamkameraden rausschmeißen, manuell. Was ziemlich blöd ist eigentlich, weil ich meine, da ist Steam schon weiterentwickelt und da kannst du einfach, sagst du, jo, kein Bock mehr, also löschen, dann fliegen automatisch alle raus. Naja, man kann ja auch nicht alles perfekt machen. Ja, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen und wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal.